الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أما بعد فيا عباد الله Jeder von uns geht zu einem Arzt. Wenn wir Krankheiten haben, dann lassen wir uns untersuchen. Auch wenn wir nicht etwas haben, dann gehen wir wenigstens einmal im Jahr uns untersuchen, ob wir vielleicht etwas hätten. Doch gibt es eine Krankheit, die wir nicht beachten. Es gibt eine Krankheit, die wir vernachlässigen und nicht untersuchen lassen. Diese Krankheit ist die Krankheit des Herzens. Wenn wir zum Arzt gehen und unseren Mund aufmachen und ihm was uns in unseren Mund ist und unseren Hals untersuchen lassen, dann fragen wir nicht, ob wir von Halal oder Haram gegessen haben. Wenn wir unseren Atem untersuchen und unsere Lunge untersuchen, dann fragen wir nicht, ob er unseren Koran rezitieren hört. Wenn wir unsere ganzen anderen Körper untersuchen, dann haben wir eine ganz andere Denkweise, die wir eigentlich denken sollten. Und genauso, wenn wir unsere Temperatur des Körpers messen, dann fragen wir nicht, wie die Wärme des Imans in uns ist, ob sie stark ist oder niedrig ist. Und zu jeder Krankheit gibt es auch eine Heilung. Wie kulli da'in dawa. So müssen wir auch wissen, welche Krankheiten es gibt für dieses Herz und welche Heilung es dafür gibt. Die Krankheiten sind sehr viele und deswegen werde ich nur ein paar erwähnen. Eine davon ist Al-Hasad, die Eifersucht. Heutzutage bringen wir die Krankheit in uns, wir bringen die Krankheit zu uns, indem wir in den Medien unsere ganzen Sachen, die wir haben, zeigen. Indem wir mit dem, was wir bekommen, was dem wir erreicht haben, prahlen und die anderen Menschen eifersüchtig werden. Nicht alle Menschen sind glücklich, wenn wir etwas erreichen. Nicht alle Menschen sind glücklich, wenn wir etwas bekommen haben. Viele von ihnen sind auch eifersüchtig. Sie haben Hass in ihnen, sodass sie den anderen schaden möchten, sodass sie sich wünschen, als wäre diese Sache, die er bekommen hat, verloren gegangen. Er soll sie verlieren und ich soll sie bekommen. So eine Krankheit haben wir. Die Geschichte, die Vergangenheit ist dazu da, damit wir von ihr lernen. Und die beste Geschichte und die passende Geschichte zu Al-Hasad ist die Geschichte von Yusuf a.s. Yusuf a.s. wurde von Ya'qub a.s. bevorzugt. Er wurde mehr geliebt als die anderen Geschwister. Und deswegen waren sie eifersüchtig. Und deswegen haben sie ihn gehasst. So sehr gehasst, so sehr eifersüchtig waren sie, dass sie ihn sogar in den Brunnen geschmissen haben. Die haben behauptet, er hatte geklaut. Die haben ihn als Sklaven verkauft. Das alles nur wegen der Eifersucht. Aber wenn wir die anderen sehen, wenn wir ein anderes Beispiel sehen, so ist es ganz anderes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war einmal in der Moschee. Und die Sahabe waren versammelt. Und Abdullah ibn Umar war dabei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief, es wird eine Person kommen in die Moschee, die von den Leuten des Paradieses gehört. Abdullah ibn Umar schaut nach hinten und wen sieht er? Abdurrahman ibn Umar. Am nächsten Tag ruft der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder und sagt, es wird eine Person kommen, die von den Leuten des Paradieses gehört. Und Abdullah ibn Umar schaut wieder zurück. Und wen sieht er? Die gleiche Person, Abdurrahman ibn Umar. Am dritten Tag ruft der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder zu den Menschen, wieder zu den Sahabe und sagt, es wird eine Person kommen, die zu den Leuten des Paradieses gehört. Und wieder schaut Abdullah ibn Umar nach hinten und sieht Abdurrahman ibn Umar. Abdullah ibn Umar hat verstanden. Er will jetzt wissen, was ist diese Tat, was ist diese Besonderheit bei ihm.
dass er zu den Leuten des Paradieses gehört und geht zu Abdurrahman ibn Auf. Er sagt, ich hatte Streit mit meinem Vater, Umar ibn al-Khattab, und so möchte ich bei dir bleiben, 3 Tage, wenn du mich gewährst. Und Abdurrahman ibn Auf gewährt es. In diesen 3 Tagen versuchte er, jede einzelne Minute zu sehen, was er alles macht, wohin er geht, was er macht, mit wem er kontaktiert, welche Taten er begeht. Doch er sah nichts Besonderes. Er sah, dass er genauso wie alle anderen Sahabe, wie alle anderen Menschen dieser Zeit, die gleichen Sachen machen. Die Pflichten, die Hörfe, alles, was die anderen Menschen normal machen. Die 3 Tage vergingen und er schaute Tag und Nacht und sagte, O Abdurrahman ibn Auf, ich hatte mit meinem Vater keinen Streit. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief 3 Tage, 3-mal deinen Namen und sagte, es wird eine Person kommen und die gehört zu den Leuten des Paradieses. So wollte ich wissen, was diese Tat ist, was dich dazu bringt, was der Grund ist, dass du zu den Leuten des Paradieses gehörst. Doch ich habe in diesen 3 Tagen nichts von dir gesehen, nichts Besonderes. So sagt mir, wenn ich etwas nicht geachtet habe, was diese Tat ist. Und Abdurrahman ibn Auf antwortete. Er sagte, das alles, was ich in diesen 3 Tagen gemacht habe, ist das Allgewöhnliche. Das Normale, was ich in anderen Tagen auch mache. Doch gibt es eine Sache, die du nicht gesehen hast. Bevor ich geschlafen habe, jedes Mal, bevor ich schlafe, habe ich mein Herz vor Hasad und vor Hass gereinigt. Ich habe mein Herz vor Eifersucht und vor Hass gereinigt und bin so eingeschlafen. Ich hatte für keine Person auf dieser Welt irgendwelchen Hass und irgendwelche Eifersucht. Und Abdurrahman und Abdullah ibn Umar verstand diese Sache und sagt, das ist die Tat. Das ist die Tat, die dich zum Paradies gebracht hat. Das Größte oder das am meisten Verderbenste oder was uns in den Verderben bringt, ist das Vermögen. Das Vermögen ist meistens der Schuld, dass wir die Kontrolle über uns verlieren und anstatt nach rechts zu gehen, links gehen. Anstatt das Richtige zu machen, das Falsche machen. Wisse, oh lieber Bruder und meine lieben Geschwister, dass Yawm al-Qiyamah jedes eine Gestaltung hat. Mit jeder Sache wirst du reden. Jedem willst du die Schuld geben, damit du sagst, du bist es, der die Sünden kriegen soll, nicht ich. Und somit wird der Mensch Yawm al-Qiyamah auch mit dem Vermögen reden. Er wird sagen, du bist es, der mich den Erschaffer vergessen lassen hat. Du bist es, der mich vergessen lassen hat, wer Allah wirklich ist, wie ich ihn wirklich anbeten soll. Du bist es, der meine Familie getrennt hat. Du bist es, der meine Akhira vergessen lassen hat. Sodass ich dachte, dass ich ein langes Leben haben werde und dass ich noch letzte Sekunde vielleicht eine Taube machen kann. Und Malik al-Maut mich eilte und bevor ich die Taube gemacht habe, bevor ich meine Sünden erlöschen konnte, ich es nicht geschafft habe und jetzt meine Strafe bekommen werde. Meine lieben Geschwister, wir müssen aufstehen und verstehen, in welcher einer Lage wir sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, Ma zala abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil. Mein Diener nähert sich mich mit seinen Nawafil. Nachdem man seine Pflichten gemacht hat, nachdem man die Pflichten, die Allah uns geschrieben hat, aufgeschrieben hat, macht, fangen wir an, mit den Nawafil zu arbeiten. Wir fangen an, aus Liebe, von sich selbst Taten zu begehen, die gut sind, die uns Allah als Mustahab, als Sünde auferteilt hat, damit wir Allah nähern. Und wenn wir Allah nähern, so ist er unser Auge, mit dem wir sehen. So ist er unser Ohr, mit dem wir hören. So ist er unsere Hand, mit der wir greifen. So ist er unser Mund, mit dem wir reden. So ist er mit unseren Füßen, mit dem wir laufen. Das heißt, wir werden die Welt ganz anders sehen. Nicht so, wie wir sie gerade sehen. Wenn wir eine Sache sehen und sie beschreiben, dann beschreiben wir sie auf eine bestimmte Weise. Aber wenn man diese Nawafil macht, wenn man sich Allah so nähert, dann sieht man die ganze Welt, jeden einzelnen Gegenstand ganz anders. Es gibt eine Person, die man auch als Vorbild sehen sollte, die es geschafft hat, ihren Herz zu reinigen. Die Krankheit des Herzens kann zu 2 Sachen führen. Entweder dieses Herz
wird kranker und kranker, bis es am Ende abstirbt. Und wir haben in unserer letzten Gruppe geredet über das tote Herz. Oder wir heilen das und schaffen es, bevor es noch tot wird, bevor es noch stirbt, es zu heilen, damit es wieder zu einem gesünderen Herzen wird. Es gab eine Person, die war ein Tabi'i. Dieser Tabi'i hieß Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar war bekannt, dass es keine Sünde gab. Keine einzige Sünde, die er nicht gemacht hat. Jede Sünde kannte er. Jede Sünde, jeden Kosten dieser Sünde kannte er. Doch eines Tages wünschte er sich ein Kind. Und Allah gab ihm diesen Wunsch. Er gab ihm ein Kind und es war ein Mädchen. Und dieses Mädchen nannte er Fatima. Jedes Mal, wenn sie aufwachste und größer wurde, wurde Malik ibn Dinar reiner. Er wurde Allah näher und hat die Sünden verlassen. Aber trotzdem hatte er ein paar Sünden, die er gemacht hat. Zu diesen Sünden waren es zum Beispiel das Alkohol trinken. Und dieses Mädchen, auf Subhanallah, auf eine bestimmte Weise, die Allah geschrieben hat, hat jedes Mal, wenn er da saß und dieses Alkohol vor ihm stand, kam das Mädchen und nahm diesen Alkohol weg, damit er wenigstens eine Hoffnung hat, damit er wenigstens diesen Alkohol diesmal hat. Die Zeit vergeht und sie wird größer. Und Malik ibn Dinar füllt diesen Iman, füllt diese Stärke des Imans. Doch als sie 3 Jahre alt war, stirbt sie. Aus Angst, aus Trauer, aus Furcht fängt er wieder an, sein altes Leben zu führen. Er fängt wieder an, in den Sünden reinzugehen und vergisst sich selbst. Er will seine Trauer stillen und findet es nur in den Sünden. Eines Tages, eines Nachts hat der Shaitan so einen Wuswasser gegeben, so eingeflüstert, dass er gesagt hat, heute, in dieser Nacht, wirst du so viel trinken, wie du es noch nie getrunken hast. Und Malik ibn Dinar machte das. Er trank so viel, bis er ohnmächtig wurde. Und als er ohnmächtig wurde, sah er einen Traum. In diesem Traum sah er sich selbst Yawm al-Qiyam. Yawm al-Qiyam, wo die Menschen gruppenweise da stehen. Wo die Erde flach ist. Und die Engel jeden Einzelnen rufen. So und so, komm her. Du wirst zum Gericht jetzt zu deinem Herrn gehen. Und jedes Mal, wenn ein Name gerufen wurde, wurde diese Person schwarz. Schwarz aus Angst. Und dann ein Herr hat ein Engel Malik ibn Dinar gesehen. Und dann plötzlich sah er niemanden auf dieser Erde. Er sah niemanden vor sich, hinter sich, rechts oder links. Und dann ein Herr plötzlich sah er eine große Schlange. Diese große Schlange eilte ihn und wollte ihn aufschlingen. Sie war sehr groß, dass er Angst hatte und fliehen wollte. Und dann nachher sah er auf dem Weg einen alten Mann. Er rufte, Hilfe mir, Hilfe mir. Eine Schlange will mich aufschlingen. Doch er sagte, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Und aus Schwäche auch noch, dass er ihm nicht helfen konnte, hat er angefangen zu weinen, dieser alte Mann. Malik ibn Dinar rannte weiter und rannte weiter, damit er versuchte, von dieser Schlange abzukommen. Doch es ging nicht. Die Schlange war auf seinem Fersen. Und plötzlich sah er seine Tochter. Diese Tochter stand genau in der Mitte von Malik ibn Dinar und der Schlange und verscheuchte sie. Als dann die Tochter und der Vater zusammen waren und Malik ibn Dinar es immer noch nicht fassen konnte und gesagt hat, wer war diese Schlange und wer war dieser alte Mann? Und sie sagte, oh mein Vater, wusstest du nicht, dass Yawm al-Qiyam deine Taten zu einer Gestalt bekommen? Wusstest du nicht, dass du so viele Sünden begangen hast, dass diese Schlange so groß wurde und dich schon aufschlingen wollte? Und diese Taten, diese guten Taten, die du verrichtet hast, dieser alte Mann war, der dir nicht helfen wollte. Und dann rief die Schwester, die Tochter, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Ist es nicht Zeit gekommen, dass die Herzen der Gläubigen Demut vor Allah haben? Ist es nicht Zeit gekommen, dass die Herzen Demut vor Allah haben? Und er sagte, Bella, Bella, und wachte so auf. Und als er aufwachte, hörte er den Fajr. Möge uns Allah ein reines Herz geben, unsere Herzen rein und unsere Brüder, die krank sind, heilen. Auch unsere Brüder, die in den Krankenhäusern liegen, die im Koma liegen,
ان كان عالم فنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.